Wir beginnen unsere Andacht zum Christfest im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Hört nun das Weihnachtsevangelium, wie es bei Lukas im zweiten Kapitel geschrieben steht. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die erste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, und in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe. Mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald waren da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Worte unseres lebendigen Gottes.
Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Festgemeinde, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Damit kündigt der Engel den Hirten die frohe Botschaft an. Fürchtet euch nicht. In diesem Jahr feiern wir das Christfest auf ganz andere Weise als sonst. Es wird keine Christvesper mit Krippenspiel geben. Und der gemeinsame Gesang der vertrauten Weihnachtslieder wird nicht erklingen. Unsicherheit und Sorge. Wie wird es für uns gerade hier im Altenburger Land? Und wie wird es für mich persönlich weitergehen, treiben uns um? Fürchtet euch nicht, sagt der Engel den Hirten, die abseits der warmen Hütten und Behausungen im Freien bei ihren Tieren leben müssen und Wind und Wetter ausgesetzt sind. Die Hirten werden wegen ihrer rauen Sprache und ihres Umganges von den Menschen gemieden. Jeder ist froh, wenn er Abstand zu ihnen halten kann. Keiner will möglichst mit ihnen viel zu tun haben. Fürchte dich nicht. Das sagt der Engel in der Weihnachtsgeschichte auch mir ganz persönlich, der ich seine Worte höre und seine Worte lese. Fürchtet euch nicht, das gilt uns allen, die wir am Heiligen Abend die Weihnachtsgeschichte zu Hause lesen und hören. Fürchtet euch nicht vor allem, was noch alles kommen wird und was vollkommen unsicher ist. Gott, unser himmlischer Vater, lässt den Engel diese frohe Weihnachtsbotschaft zuerst den Hirten sagen. Gott macht sich in seinem Schutz und wehrlosen Sohn, dem Jesuskind, zu uns auf und wird Mensch. Gott überwindet den großen Abstand, den wir Menschen zwischen ihm und uns geschaffen haben, um uns Frieden zu bringen. Gott sieht unsere Not, unsere Angst und kennt unsere Sorgen. All das lässt ihn nicht kalt, sondern das rührt ihn an und deshalb kommt er zu uns im Menschen Jesus Christus. Gott will, dass Friede zwischen uns Menschen in mir selbst und zu ihm ist. Johannes Daniel Falk hat mit dem Lied »O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit« eines der bekanntesten Weihnachtslieder gedichtet. Die Umstände, für die Johannes Daniel Falk dieses Weihnachtslied vor 200 Jahren geschrieben hat, waren katastrophal und verheerend. 1813 war Weimar von französischen Soldaten besetzt, die infolge der Befreiungskriege raubten, mordeten und brandschatzten. Zu all der Not breitete sich unter diesen schrecklichen Bedingungen die Pest aus. An dieser schrecklichen Pandemie starben 4 der 7 Kinder Falks. Viele Kinder und Jugendlichen wurden durch die große Not zu Vollwaisen. Gerade für diese Kinder und Jugendlichen gründete Falk mit seiner Frau den Verein der Freunde in der Not und kümmerte sich um die Erziehung und Ausbildung der Kinder, damit sie nicht verwahrlosen, sondern ihren Platz in der Gesellschaft finden. Damit die Kinder und Jugendlichen zum Weihnachtsfest 1816 Freude und Hoffnung erfahren, schreibt der begnadete Dichter Johannes Daniel Falk dieses Lied. Das Gottvertrauen, das ihn und seine Frau über den Verlust ihrer Kinder in der Notzeit getragen hat, zu diesem Gottvertrauen wollen die Eheleute Falk auch die Kinder und Jugendlichen ihrer Zeit ermutigen.
Seit 200 Jahren hat das bekannte Weihnachtslied »O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit« seinen festen Platz bei den Weihnachtsgottesdiensten und Weihnachtsfeiern. Und in der Tat, mit der eingängigen Melodie wird es schnell zum Ohrwurm und erinnert mich so an das große Geschenk, das uns Menschen Gott mit der Geburt seines Sohnes im Stall zu Bethlehem macht. Jesus versöhnt uns Menschen mit Gott, damit wir Menschen mit allen Engeln und himmlischen Wesen ihm mit unseren Liedern die Ehre geben. Auch wenn wir das in diesem Jahr nicht lautstark in unserer so schön geschmückten Kirche gemeinsam tun können, dürfen wir zu Hause singen. Das strahlt auf uns und auf unsere Umgebung aus, dass wir so Hoffnung und Zuversicht gewinnen für alles Kommende und gewiss sein dürfen, das fürchtet euch nicht, gilt über die Weihnachtstage ins neue Jahr 2021 hinein. Unser Gott will uns, unser Gott will mich mit meinen Gaben gebrauchen, um dort zu helfen und da zu sein, wo ich gebraucht werde und Hilfe Not tut. So dürfen und sollen wir gerade in diesen Tagen, o du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue, freue dich, o Christenheit, singen. Amen. Lasst uns füreinander und miteinander Fürbitte halten. Großer, ewiger Gott, wo keiner dich sucht, da lässt du dich finden. Im Kind in der Krippe, da bist du zur Welt gekommen. Großer Gott, ganz klein. Herr, erbarme dich.
für die Kleinen, für die Kinder dieser Welt. Wir bitten dich. Herr, erbarme dich. Für die in großer Not, für die Bedrängten und Verfolgten, wir bitten dich. Herr, erbarme dich. Für die Kranken und Sterbenden, für alle Traurigen, wir bitten dich. Herr, erbarme dich. Für alle Liebenden, für Familien und Freundschaft, wir bitten dich. Herr, erbarme dich. Für die Regierenden in aller Welt, für alle Friedensstifter, wir bitten dich. Herr, erbarme dich. Dein Licht leuchte heute in jedes Haus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Christfest und gute, frohe, behütete Feiertage.